Das Rückwärtssegeln oder Treiben mit der Jolle nutzt ihr, um aus einer Parkbucht oder bei direkt ablandigem Wind abzulegen. Das Ablegen nach Achtern kann nur erfolgen, sofern dort genügend Platz ist. Dieses Tutorial zeigt euch, wie ihr aktiv oder passiv mit der Jolle rückwärts fahrt und anschließend quer zum Wind in die gewünschte Richtung lossegeln könnt. Zu Beginn des Manövers zeigt der Bug der Jolle zum Wind. Die Großschot läuft frei und das Großsegel killt. Das Vorsegel rollt ihr bestenfalls ein. Platziert euch im Boot so, dass die Jolle nahezu waagrecht im Wasser liegt. Da beim Rückwärtssegeln das Ruderblatt in Fahrtrichtung vorn ist, segelt die Jolle rückwärts dahin, wo das Ruderblatt hinzeigt. Achtet darauf, dass ihr den Ruderausschlag gering haltet. Um passiv Achter auszutreiben, lasst euch kräftig vom Steg abstoßen. Die Pinne führt ihr jederzeit parallel zum Großbaum, um die Jolle rückwärts geradeaus zu halten. Für das aktive Rückwärtssegeln drückt ihr das Großsegel mit dem Großbaum kräftig und schnell nach vorn bis an die Wante und damit quer zum Wind. Das macht bei kleineren Jollen mit Pinnenausleger der Steuermann selbst. Jetzt achtet auf eure Ruderstellung. Mit sanften Steuerbewegungen könnt ihr, sobald das Boot in Rückwärtsfahrt ist, in verschiedene Richtungen lenken. Der Druck am Segel nimmt dabei mit zunehmender Geschwindigkeit ab. Diese Methode funktioniert besser bei wenig bis mäßigem Wind. Wollt ihr wieder in die Vorwärtsfahrt, drückt ihr die Pinne in die gewollte Fahrtrichtung und greift die Großschot. Für eine zukünftige Weiterfahrt auf Steuerbordbug drückt ihr die Pinne nach Steuerbord. Das Ruderblatt zeigt dabei nach Backbord und bringt euer Heck in der Rückwärtsfahrt nach Backbord. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch euer VDWS Instructor Team.